Geld gefunden. Bedarf? Okay, hier. Lieber Bruder, diese Löcher in der Luft zahlen sich weiter aus. Ich weiß nicht, von welchem Musiker du dir die Noten borgst. Aber wenn er nur halb so genial ist wie der Biologe, den ich jetzt beobachte, tja, dann wirst du der Mozart von Columbia. Ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Können an Wert verlieren, aber Gold ist wertbeständig. Der Bursche hier hatte Karies. Was? Schon dabei. Thank you.
hilf mir mal mit dem Schloss. Mal sehen, was ich tun kann. Bitte sehr. Brauchen wir Geld? Tap! Immer Geld, Baby, immer. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gekauft habe. Aber ich glaube, das wollte ich gar nicht mehr. Hinter diesem Tor liegt Comstock House. Mich für meine Mutter gehalten. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Schon wieder. Ja, dann wird es auch gleich Action geben.
ist der Friedhof, wo meine Mutter liegt. Was du nicht sagst. Als würden wir da nicht schon gewesen sein. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? In Ordnung. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstockhaus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Wie ist es? Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Klar, wie soll ich gehen? So, willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Tante da besiegen. Wenn nicht. Ich habe jetzt auch die Schadensanzeige angemacht, damit ich mal sehen, ob ich überhaupt Schaden dem Geist dazufüge. Und wenn das jetzt hier nicht gleich funktioniert, dann werde ich das Kapitel nochmal von vorne machen, weil das geht so nicht. Irgendwann ist zu viel. Was? Was ist jetzt? Achso. Das Kapitel geht von vorne, na dann.
für das Vaterland! Ich kann nichts finden. Und ich kann nicht mehr zielen. Das ist schon sehr merkwürdig, finde ich. Munition! Hier! Bitte sehr! Schön! Ich mach dich willkommen! So, jetzt will ich mal kurz gucken, was ist da los? Wieso kann ich nicht mehr zielen? Fertig. Vor allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte: In Ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Schon dabei. Ich warte hier unten. Achso, ich komme zurecht. Vorsicht, Scharfschütze! Thank you.
öffnen! Okay! Das ist deine Familie! Hey. And I wonder me and the... Ja, muss ich nicht begreifen, ey, das ist voll... Wo ist der jetzt da? Wieder die ganze Woche nichts. Wohin? Ja, das wird es sein. Hier ist ein Schloss. Na klar. Bitteschön. Ohne mich gehen. Super. Ausknacken. Ich probier's mal. So.